Thomas von Athletic Death Punch. Nein, natürlich nicht, sondern Thomas ohne H von Free and Ride. So, es gibt, der Daniel hat es euch ja angekündigt in den Big News, ja, dass es jetzt doch wieder Kurse beim Bikepark OE gibt. Und in diesem Video wollen wir kurz erklären, was sich geändert hat. Es sind nicht die Kurse, wie sie vorher waren, sondern Spezialkurse, die an spezielle Leute. Wir werden das so in Kapitel jetzt aufteilen. Und ich fange mal an damit. Erstes Kapitel. Für wen sind die Kurse? So. Ich hatte ganz viele Kurse in Olpe, wo alleine die Optik, wenn man in Olpe ankommt und die Leute noch nie in Olpe waren, die Leute schon mental klein machen. Weil sie halt eigentlich Anfänger sind. Deswegen habe ich mir jetzt den Flow Trail Siegen ausgesucht. Für den klassischen, der klassische Kursteilnehmer von mir ist zwischen 35 und 45 Jahre alt, fängt wieder mit dem Mountainbiken an etc. Die sind in Siegen super aufgehoben. Ich habe aber noch eine andere Klientel, Leute, die mich jetzt sehr viel angeschrieben hat. Oh, keine Kurse mehr in Olpe, ich wollte auch noch das Rasenrennen-Gap machen, ich wollte auch noch das machen. Und diese Kurse, die ich jetzt dann anbiete, es werden auch nur wenige sein, weil ich werde davon halt aus gesundheitlichen Gründen nur einen in der Woche machen. Und das werden also wenig Kurse werden, wahrscheinlich 30, 35 Kurse im Jahr. Mehr wird das wahrscheinlich nicht werden. Ihr müsst also dann auch wirklich schnell buchen, weil die anderen Kurse sind auch schon. Der August ist schon weg bei den normalen Kursen. Das kann mich bei euch nur bedanken, das geht super schnell. Die Kurse sind für Leute, die den Bikepark OE schon kennen, nicht mehr blutige Anfänger sind oder so, sondern durchaus sicher sagen, ich fahre jetzt die rechte Freeride-Line, ich schaffe oben die Starttables alle, ich fahre dies und das. Dafür habe ich eine Liste gemacht, wo man so Häkchen machen kann. Ein Fragebogen, den ich entwickelt habe, extra für den Bikepark OE. Den können Leute, die noch nie da waren, eigentlich gar nicht ausfüllen, weil sie gar nicht wissen, wie die Sprünge alle heißen. Und das sind so diese klassischen, ja, da will ich einen Haken dran machen in Olpe. Das sind so die Sprünge, die habe ich mir rausgesucht, wo ich weiß, die fahren nicht alle, die in Olpe sind. Und deswegen kann man diese Liste quasi dann benutzen, dass ihr mir dann sagen könnt in diesem Fragebogen, oh ja, das würde ich gerne abhaken in dem Kurs. Und das machen wir dann. Es wird sich auch nicht warm gefahren. Ich erwarte, dass ihr einfach eine halbe Stunde, wenn ihr euch warm fahren müsst, ich brauche das nicht, aber wenn ihr das braucht, wenn ihr euch warm springen müsst, dann erwarte ich, dass ihr einfach früher da seid. Ihr seid, wenn der Kurs anfängt, weil der geht nur 2 Stunden, ich meine, ich gucke nicht genau auf die Minute, aber der geht offiziell 2 Stunden. Und wenn ihr dann da seid, dann geht der los, der Kurs. So, das ist erstmal das Erste, wen der Kurs anspricht. Also bitte keine Anfänger, die unbedingt das erste Mal mit mir im Bikepark OE, macht überhaupt keinen Sinn. Einsteigerkurse gebe ich also nicht mehr im Bikepark OE. Vielleicht geht da in Zukunft was bei Daniel, wissen wir noch nicht. Alles noch in ganz vager Planung, dazu später mehr. Punkt 2, neben wen, für wen ist der Kurs überhaupt? Und was wird in dem Kurs gemacht? Wie macht er den Kurs? So. Und das läuft folgendermaßen. Ich gehe davon aus, dass ihr, wenn ihr diesen Kurs macht, die Basics könnt. Wenn ich natürlich sehe, dass ihr Druck im Bike etc. irgendwas vielleicht nicht ganz optimal ist, werden wir das natürlich auch kurz bearbeiten. Aber ich möchte schon Leute in dem Kurs haben, die wissen, was sie tun, wenn sie auf dem Fahrrad sind. Ich bin dann quasi dafür da, euch zu zeigen, wo die Trainingssprünge sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Rasenrennen-Gap springen wollt, egal ob das linke oder das rechte, dann gibt es dafür Sprünge, die sind von der Flugkurve sehr ähnlich, aber mit weniger Höhe etc., dann gehen wir dahin, dann üben wir das, dann üben wir die Anfahrt, dann gucken wir, wie es geht danach weiter und dann ziehe ich euch drüber. So, das ist es halt. Und im Idealfall fahrt ihr es dann noch einmal alleine, dass ich hinter euch herfahre. Also das, so ist dieser Kurs aufgebaut, also kein klassischer Fahrtechnikkurs, sondern es ist tatsächlich eher ein, wie soll man es nennen, wie würde Olli Kahn sagen, bekommen Eierkurs. Ne? Also ich bin eure mentale Unterstützung. Ich fahre vor euch her und ich gucke, ich weiß immer relativ gut, wie schnell ich vor jemanden herfahren muss etc. Das kann ich sehr gut einschätzen. Ich ziehe euch, weil ich habe zig Leute schon, also was Rasenrennen habe ich glaube ich schon 250 Leute gezogen. Da gibt es, glaube ich, kaum jemanden, der da höhere Zahlen aufwarten kann, behaupte ich jetzt mal so. Falls das so ist, könnt ihr das in den Kommentar schreiben. Also darum geht es in diesem Kurs. Es geht also nicht darum, das aktive Springen zu erlernen oder irgendwas, sondern es geht tatsächlich darum, eure Challenges, eure Haken, eure Liste im Bikepark OE etwas vollständiger zu machen. Dafür ist dieser Kurs da. Der Kurs findet nur außerhalb der Liftzeiten statt. Wir sind ganz alleine im Bikepark. Kein anderer da. Dadurch können wir uns komplett
fokussieren auf die einzelnen Sprünge. Sektional machen wir das, deswegen braucht ihr auch, ob ihr ein E-Bike habt, ob ihr kein E-Bike habt, ist mir total egal. Ihr sollt mit dem Bike kommen, mit dem ihr das unbedingt machen wollt und mit dem ihr euch natürlich am besten fühlt. Ne? Jeder hat ja so ein Gefühl auf dem Fahrrad, dass er sich vielleicht auf dem anderen Fahrrad besser fühlt. Also was. So läuft dieser Kurs ab. Also kein klassischer Fahrtechnikkurs. Dann, dritter Punkt, ganz wichtig, bevor quasi den Kurs, den bucht ihr, dann kriegt ihr von mir einen Fragebogen. Den müsst ihr mir ausgefüllt zurückschicken. Wenn ich in dem Fragebogen merken sollte, oh, ihr seid doch noch nicht bereit für diesen Kurs, Leute, dann seid mir nicht böse, dann werde ich das Ding tatsächlich wieder stornieren. Genauso wie wenn wir uns da treffen vor Ort und ihr könnt einen 3 Meter Table nicht sicher landen, dann fahre ich wieder, weil das ist nicht der Sinn des Kurses. Ne? Also nicht dann so nach dem Motto, das ist mir ganz wichtig, ja, ich buche den einfach mal und dann macht er mit mir schon einen Fahrtechnikkurs. Nein, allein die Zeit, da es nur 2 Stunden geht, erlaubt es mir nicht, wirklich elementar in die Fahrtechnik einzutauchen. Es geht eigentlich wirklich eher darum, euch mental und auch technisch vorzubereiten, um diese ganzen Levels und diese ganzen Missionen im Park zu schaffen. Also, ich denke, da hat sich jetzt einiges erklärt. Es gibt angeblich schon WhatsApp-Gruppen, wo steht, dass ich mich mit dem Bikepark OE verworfen hätte etc. Ich hoffe, das ist jetzt alles Geschichte. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das bleibt weiter mein Homespot. Ich fahre da. Ich habe mit Daniel da das Video aufgenommen von dem Preview von meinem Bike. Ich habe auch keinen Stress mit denen gehabt. Ich hatte nur gesagt in dem Video aus persönlichen Gründen. Die sind unter anderem meine Gesundheit und natürlich auch ein paar andere Sachen. Aber dadurch, wie ich den Kurs jetzt mache, nur noch 2 Stunden und nur noch wirklich auf den Punkt, komme ich da jetzt gut mit klar. Und ja, ganz wichtig noch zu sagen, für jeden Kurs gehen 20 Euro in die Bikeparkpflege und in die Bikeparkerhaltung von meinem Kurs. Die gebe ich ab an den Betreiber, einfach damit das Ding so schön bleibt, wie es ist. Ich freue mich, falls ihr euch angesprochen fühlt, einen Bikepark OE Spezialkurs zu machen, dann bucht ihn schnell, sobald er online ist. Ich denke mal, ich bin ein ziemlich erfahrener Coach in diesem Park und kann euch die ein oder andere Angst bestimmt nehmen und einfach aus Angst Spaß machen. Ciao, euer Thomas ohne Haar von Fehrer.